Der Tobi hat mir geschrieben, weil wir kennen uns schon sehr lange. Wir kennen uns jetzt schon 9 Jahre. Ich war halt wegen Schule und so weiter sehr gehindert daran, mit dem Tobi Musik zu machen. Aber er hat mir geschrieben, ob wir nicht einmal ein Projekt zusammen machen wollen. Und nach meiner Matura ist sich das dann ausgegangen. Und dann, ja, ist der Tobi hergekommen und hat gesagt, er würde gerne was für den Klimaschutz machen. Und das fand ich wirklich, wirklich eine tolle Idee. Und dann ist dieses Lied entstanden. Und durch dieses Lied dann auch das Video. Der Drehtag war eine sehr neue Erfahrung für mich. Wir waren um 10 schon dort, natürlich mit Aufbau, und es war eigentlich alles komplett im Zeitverzug. Die Zigarrenszene hat viel Zeit gekostet, weil wir hatten zwar die Genehmigung vom Theater, dass wir, weil normales offenes Feuer natürlich auf einer Bühne verboten, nur da die Zigarrenszene so kurz ist und wir sie danach gleich ausgedämpft haben, war so ein Auge zugedrückt. Nur haben wir halt nicht dran gedacht, dass natürlich da eine Glut abäschert, und wir hatten einen staubtrockenen Holzboden, und ich als Regisseur habe einfach gesagt, ich verantworte das nicht. Diese Szene wird nicht gedreht, das wird alles nicht gedreht, solange das nicht brandsicher ist, und zwar bis auf den letzten Millimeter. Das heißt, wir haben erst einmal eine gute Stunde, in der wir eigentlich schon die Kameraführung hätten proben sollen, erst einmal geschaut, wie wir diesen Boden abbicken oder wie wir das absichern, ohne dass wir die Performance irgendwie beeinflussen. Bleiben wir noch 20? Können wir die nur kurz abdrehen? Okay. Philipp, kannst du die rechte kurz wegnehmen, das Vorhanglicht? Letztendlich haben wir dann jede Rille abgeklebt, damit da in diesen, weil im Boden waren so kleine Rillen drin, dass da keine Glut runterfällt. Dann sind die Statisten schon eingetroffen und wir waren eine gute Stunde im Verzug. Und ohne dass wir ihnen irgendwas gesagt haben, haben wir einfach gesagt, setzt euch rein und hebt die Handys. Und wir sind es einmal durchgelaufen und dann haben wir das 2-3 Mal gemacht, und die Statisten saßen einfach nur da und komplett keine Ahnung gehabt, was abgeht. Und ich habe dann erst eine Viertelstunde, nachdem sie schon eigentlich alles gesehen haben, erst einmal alle willkommen geheißen und erst einmal erklärt. Wir wollten um 14 Uhr den ersten Take drehen. Der wurde dann um fast 15 Uhr erst gedreht. Dazu gekommen ist es Anfang des Jahres. Ich habe die Fiona zuerst gefragt, ob sie zusammenarbeiten möchte, weil ich kenne sie schon sehr lange. Und ich wusste immer, dass sie sehr gut singen kann. Und mir war auch bewusst, dass sie im Bereich der Komposition ein bisschen tätig ist. Ich hatte die Idee, ein Lied für die Umwelt zu schreiben. Ich wollte diese Message des Umweltschutzes nochmal verstärken. Ich wollte, dass die Menschen, auch wenn sie schon es an jeder Ecke hören, es noch öfter hören, weil ich finde, solange sich nichts tut, kann man nicht oft genug darauf irgendwie hinweisen. In dem Lied geht es darum, dass wir probiert haben, die Beziehung zwischen Mensch und Erde in eine zwischenmenschliche Beziehung zu legen. Und grundlegend geht es darum, dass ein Mensch vom anderen ausgeraubt wird. Psychisch und physisch. Die Erde kann eben nicht wirklich ohne ihn, aber auch irgendwie nicht mit ihm, und es ist ein Hin und Her. Und das Video selbst ist eine andere Metapher, selbes Prinzip, aber andere Metapher. Es geht darum, dass die Erde, in dem Fall die Fiona, im Zentrum der Bühne steht und den Zuseher wirklich durch die Kamera ansieht, fast schon vorwurfsvoll. Und es kommen immer wieder Menschen vorbei, die auch repräsentativ für die Menschheit sind, und gewisse Interaktionen mit ihr ausführen, die immer extremer werden. Es beginnt mit einer Umarmung, dann wird ihr etwas gestohlen, alles metaphorisch natürlich. Bis hin zu dem Punkt, wo wir sie wirklich zusammenschlagen.
Im Rahmen meiner Ausbildung haben wir Bühnenkampf sogar als eigenes Fach gehabt. Also wir hatten auch Fechten auch auf der Uni und war aber primär für die Bühne ausgelegt und nicht für die Kamera. Das Training war super. Ich habe mich gleich wieder zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo wir für diverse andere Stücke geprobt haben. Allerdings war es da viel mehr choreografiert und viel mehr. Unser Kampftrainer, der Enzi, war viel mehr für uns da, als es bei früheren Trainings bei mir war. Das Training selbst fand ich wirklich cool und ich finde auch, dass der Enzi das wirklich, wirklich gut gemacht hat. Ja, die Proben waren wirklich aufregend, aber es hat mich schon sehr gestresst, weil ich den Nick immer wieder mal unabsichtlich erwischt habe. Ja, viel besser. Ja, hallo, mein Name ist Enzi Martin. Ich bin der Fight-Choreographer dieses schönen Drehs. Ursprünglich komme ich vom Kampfsport, 25 Jahre Kampfsporterfahrung, und wurde von Tobi eingeladen, die Crew zu trainieren, dass das wirklich so aussieht, als würde man die Hauptdarsteller wirklich schwer malträtieren. Da muss man mal psychische Grenzen überwinden, dass man sich überhaupt einmal traut, über die Sozialschranke zu gehen, jemanden zu schlagen. Es waren viele Trainings da, sie haben brav gearbeitet. Das Ergebnis ist dementsprechend zufriedenstellendes. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann in Zeitlupe wirken wird, weil das ist die große Königsklasse, weil Zeitlupe verzeiht nichts. Da sieht man halt wirklich jedes Detail, da kann man nicht vorbeischlagen. Da ist schon wirklich schweres Üben dahinter. Die Aufregung bei der Crew ist vorhanden, aber in einem gesunden Rahmen. Sie passen sehr auf sich auf, das ist das Allerwichtigste, weil was wir nicht brauchen können, ist Verletzungen. Das ist eigentlich das Wichtigste im Training, glaubhafte Darstellung von Gewalt, aber die muss sicher sein. Ja, und ich habe heute halt das Vergnügen, das Gott sei Dank nur mehr zu überwachen. Die Arbeit davor, es ist in den letzten Monaten passiert und intensiv in den letzten Wochen. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Fiona hat mich angerufen und hat gefragt, Lawrence, ich habe ein Umweltprojekt, können wir bei dir recorden? Und ich habe dann gesagt, ja, kein Problem, machen wir das. Und ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt und ich habe dann irgendwann mal unmittelbar, als sie dann zu mir, also alle beide ins Studio gekommen sind, Tobias und Fiona, dann das erste Mal das Playback gehört und habe gedacht, oh, das wird aber spannend. Und dann hat mir auch Fiona das gleich vorgesungen und dann habe ich zum ersten Mal das Gesamtbild gesehen. Nachdem das ja beide komponiert haben, habe ich dann zum ersten Mal so richtig verstanden, worum geht's da, was ist die Aussage? Und man beginnt ja auch langsam dann, wenn man schon Richtung Mixing und Mastering geht, ja auch dann so Bilder zu sehen. Und wenn man das bekommt als Mix- und Mastering-Engineer, dann ist das schon die richtige Richtung. Dann weiß man, okay, das Ganze hat Hand und Fuß. Der Joël Dollier hat die Orchestrierung gemischt und ich habe dann quasi das Vocal Recording noch zusätzlich gemacht und habe das Ganze dann am Ende zusammengeführt und habe das Mastering gemacht. Die Zusammenarbeit hat so gut funktioniert, dass ich dann am Ende noch gefragt wurde, willst du noch auf der Bühne beim Musikvideo mit dabei sein und eine spezielle Rolle noch einnehmen, wie eben die Umwelt mit Erdöl verschmutzen oder schöne Dinge wegnehmen, was wir Menschen ja pausenlos ja tun. Wir hatten nämlich viele Schläge, wo ich dann am Boden lande und aus dem Knie abprallen musste. Geprobt haben wir immer mit Knieschützer. Das Kleid ist erst sehr spät angekommen, weil es Probleme mit der Lieferung gab. Und dann ist man draufgekommen beim ersten Dreh. Das Kleid rutscht leider zu weit drauf und man sieht leider die Knieschützer. Fiona muss leider ohne Knieschützer spielen. Blöderweise hatten wir eine Glasflasche, die irgendwie zerschlagen worden ist. Dann hatten wir die ganzen Glassplitter am Boden. Es war natürlich eine Zuckerglasflasche, also es passiert nichts. Es war schon ein bisschen schmerzhaft, also mein Knie hat ausgeschaut. Also hoppala sind ein paar passiert. Das schlimmste Hoppala, was glaube ich passiert ist, ist, da wurde eine Zigarre an mir ausgedrückt. Und wir hatten eine Silikonhaut, damit ich keine Schmerzen habe. Diese Silikonhaut wurde leider verfehlt. Und jetzt habe ich ein Brandy für den Rest meines Lebens. Danke, Papa. Das hat mein Papa gespielt, aber ja, manchmal halte ich es ihm vor. Okay, Lied ab, bitte.
Also die Fiona, also die Sängerin, ist die Schwester meiner Halbschwester und hat mich damals gefragt, ob ich an einem Projekt teilnehmen möchte, als es klar geworden ist, dass es stattfindet. Und dann habe ich eh schon relativ bald den Tobi kennengelernt und den Lawrence. Und dann, ja, unser erstes Treffen war im November im Francis. Da war noch nicht ganz klar, wie es inszeniert wird. Wir hatten, also Tobi und Fiona hatten eine Vorstellung, wie sie es haben möchten. Aber bei manchen war sich der Lawrence zum Beispiel noch nicht ganz sicher, wie das klappen soll. Und ich habe dann eigentlich ein bisschen mitgeholfen, so Ideen schmieden. Und dann zum Beispiel auch mit Hilfe von Chris, meinem Cousin übrigens, den NC, unseren Stuntman, zu organisieren. Man hat so viel in den Medien über Klimawandel und was man nicht alles tun könnte und alles tun sollte, gehört. Und es ebbt so ein bisschen wieder ab. Ich finde, es braucht gerade so ein Video oder so ein Projekt wie dieses, um wieder ein bisschen mehr aufzurütteln oder ein bisschen mehr die Leute wieder bewusst zu machen, okay, hey, es ist wirklich einfach scheiß Zeit, dass wir was tun. Ich empfinde dieses Projekt sicher gewissermaßen als, man könnte fast sagen, als ein provokantes Aufrütteln. Es ist sicherlich mehr als nur ein Slogan, der für 2 Sekunden auf einem Bildschirm aufploppt und dann wieder weggeklickt wird, sondern das soll wirklich unter die Haut gehen. Und da finde ich dieses Mittel des, wir verprügeln einfach eine junge Frau vor laufender Kamera, vielleicht eine ganz gute Strategie, die sicherlich im ersten Moment, wo man denkt, so, was machen die da eigentlich? Aber das ist ja eigentlich genau, was es bezwecken soll. Es soll bezwecken, was machen wir da eigentlich mit der Welt? Also grundsätzlich kaufe ich wirklich wenig Plastik. Ich kaufe überhaupt keine Plastikflaschen mehr. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und ich esse kein Fleisch. Ich denke, die Leute radikalisieren den Umweltschutz immer so und tun immer so, als wäre es so eine riesige Umstellung, etwas zu bewegen. Aber das stimmt einfach nicht. Ich selbst zum Beispiel, ich esse fast kein Fleisch, aber die Betonung liegt auf fast. Ich esse vielleicht einmal die Woche oder bei Gelegenheiten, wenn wir essen gehen oder so, ja, dann esse ich Fleisch. Aber es lässt sich einfach so leicht vermeiden und ich vermisse es auch nicht. Das ist so ein Punkt. Ich zum Beispiel schaue, dass ich regional einkaufe, saisonal einkaufe und ich kaufe zum Beispiel, ich esse Fleisch, aber ich probiere immer Biofleisch zu kaufen und österreichisches Fleisch. Es sind so simple Dinge, die man einfach im Alltag machen kann, um einen Unterschied zu machen. Anstatt dass man in 1000 Plastiksackern verpackte Tomaten kauft, kauft man halt Biotomaten und nimmt sich selbst eine Tupperware mit. Anstatt dass man in jedem Urlaub, nach Paris fliegt, fahrt man halt einmal mit dem Zug hin. Einfach simple Dinge tun, die trotzdem so einen Unterschied machen können. Natürlich, wenn es ein Einzelner, wirklich nur ein Einzelner macht, ja, dann hat es nicht so einen Effekt. Aber wenn jeder sich denkt, okay, ich mach's für mich und für die anderen, und wenn das alle machen, dann wäre das so ein Gewinn. Dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht, die wir jetzt haben. Ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun, dass niemand dieses Thema ernst nimmt. Ich glaube, keiner will sich eingestehen, dass er Fehler gemacht hat. Aber ich glaube einfach, dass dieser Whataboutism, dieses auf andere zeigen, anstatt an sich selbst zu arbeiten, der größte Grund für die ganzen Probleme sind, die wir haben. Nicht nur der Umweltschutz, aber allgemein. Wir leben in einer Zeit mit einem noch nie dagewesenen Überkonsum oder an Überreichtum von Sortiment bis Globalisierung, wo das jetzt alles möglich ist, dass du alles kaufen kannst. Und ich kaufe zum Beispiel nur so viel ein, wie ich es gerade brauche. Also ich kaufe nicht jetzt zigtausend verschiedene Sachen, lagere es im Kühlschrank und dann ist alles verfallen und schmeiße den Rest weg, sondern ich kaufe wirklich, also es ist immer sehr wunderlich, warum mein Kühlschrank oft leer ist, aber ich glaube, damit kann man auch sehr viel beitragen. Aus dem Grund, nicht weil ich jetzt alleine was verändere, sondern dass ich Großkonzerne wie Supermärkte, die ja schon Großkonzerne sind, davon abhalte, alles überzulagern. Ich finde auch, ehrlich gesagt, Umweltschutz sollte kein politisches Thema sein, weil es ist mir egal, ob man rechts ist oder links oder rechtsextrem oder irgendeinem Kult angehört. Wenn dieser Planet nicht mehr das ist, was er ist, wenn wir nicht mehr drauf leben können, dann ist es wurscht, welche Ideologie du verfolgst. Du kannst dann nicht mehr drauf leben. Ich verstehe nicht, warum der Umweltschutz zu so einer Wahlkampagne geworden ist.
Es sollte uns alle gleich betreffen und es sollte jeder gleich ansehen. Ob es jetzt Kleidung ist, ob es jetzt im Supermarkt beim Obst kaufen, Gemüse kaufen, ich schaue eigentlich immer, woher kommt das Zeug und entscheide auf Basis dessen, ob ich es kaufe. Wir haben das Theater um eine weitere Mietestunde bitten müssen, dass wir noch eine Stunde bekommen. Und da haben wir diesen Take geschafft. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe. Es war wirklich, alles lag an diesem einen Take. Jeder Take kostet viel Geld, weil Requisiten draufgehen. Und ich bin hinten gestanden beim Display und ich sehe es so. Und unser Stage, unser Stunt-Choreograf, der NC, ist nochmal zu den Schauspielern gegangen und hat gesagt, jetzt, ihr könnt das, und hat sie halt beruhigt. Und ich bin da hinten gestanden, komplett zitternd. Und auch alle von der Kameracrew und so wussten, worum es hier gerade geht. Und es musste einfach alles sitzen. Es kann so viel schief gehen bei sowas. Es ist ein One-Take in Slow Motion. Es gibt so viele Dinge, die schief gehen können. Und ich habe mir selber gedacht, ich habe so hyperventiliert, weil ich so geatmet habe. Mir wurde so schwindelig 20 Minuten lang. Und ich habe mir wirklich, ich erinnere mich, kurz bevor wir losgelegt haben, habe ich die Fiona auf der Bühne gesehen und ich habe mir gedacht, wenn die sich jetzt gerade so fühlt wie ich, dann sind wir am Arsch. Da passiert auf der Bühne, das bleibt. Und das ist, wie es ist. Und wenn ein Fehler passiert, dann ist er auf der Kamera und man kann ihn nicht ändern. Muss man nochmal drehen. Mir ist einmal passiert, dass ich bei dem Bühnenkampf einen Fehler gemacht habe. Und ich habe mich dann natürlich bei allen Schauspielern im Nachhinein entschuldigt und gesagt, tut mir leid, dass mir dieser Fehler unterlaufen ist, jetzt, weil ein Take war jetzt weg. Und der Tobi ist dann hinter die Bühne gekommen zu mir und ich habe natürlich gesagt, Tobi, tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und er hat gesagt, bitte, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir wissen nicht, dass du müde bist und das ist okay. Das war ja schon total anstrengend heute. Wir wissen, dass du das kannst. Und wir sind da, wenn du es brauchst. Und da habe ich mir echt gedacht, wow. Ich erinnere mich noch, als der Shot zu Ende war. Das war so ein Glücksgefühl, das war unglaublich. Ja, sehr gut. Yes! Mach das. Jetzt nur noch in der Zeitlupe keine Stunts bekommen, das ist ein Traum. Das ist auch richtig traurig. Ich finde, das ist immer das Schwerste an Projekten, dass man einfach die Menschen, die man schon lieb gewonnen hat, nicht mehr so oft sieht wie davor. Je mehr wir uns dafür einsetzen, dass wir was verändern wollen, umso mehr Energie entsteht, umso mehr fürchten sich die anderen. Und da entsteht erst eine Bewegung. Ich überlege mir, was möchte ich meinen Enkelkindern sagen, wenn sie mich fragen, warum habt ihr eigentlich damals nichts gemacht und was muss ich später mal verantworten? Bevor man Leute, die sich ernsthaft für etwas einsetzen, lächerlich macht wegen den kleinsten Fehlern, die sie begehen, sollten sie schauen, was für große Fehler sie selbst begehen. Weil wenn das jeder machen würde und jeder aufhören würde, andauernd nur andere zu beschuldigen, dann hätten wir dieses Problem wahrscheinlich gar nicht mehr. Schützt die Umwelt, wir haben nur eine.